500 Kalorien im Defizit bin durch Low Carb oder durch High Carb oder durch Low Fat, das macht alles einen Unterschied. Und das erkläre ich jetzt in 10 Punkten. Eine Kalorie ist nicht eine Kalorie. Das kommt mir schon doof vor, weil ich immer das Gleiche sage. Ja. Es ist eigentlich scheißegal, was du gegessen hast. Es sind ja minus 500 Kalorien. Wenn du wissen willst, wie du deinen Traumkörper bekommst und ein Leben lang hältst, ohne jemals auf irgendwas zu verzichten, dann musst du unbedingt... Du Cecil, also ich feiere jetzt ein Kaloriendefizit, ne? Aber warum soll ich das überhaupt Low Carb machen? Also ist jetzt Low Carb wichtiger oder das Kaloriendefizit? Weil wenn ich minus 500 Kalorien esse, dann ist doch egal, ob durch welche Nahrungsbestandteile. Ich verstehe das nicht. Okay, warte. Minus 500 Kalorien, Maschine, Mensch, ergibt so und so viel Kilo die Woche. Okay, nach dem Intro. Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. So, heute geht es wieder um ein Thema. Ich rede mir seit 15 Jahren den Mund fusselig, okay? Und ich habe den Scheiß genauso gelernt, wie es heute immer noch überall breitgetreten wird. Und es ist so schlimm, weil jetzt nach 3 Jahren oder nach 3,5 Jahren Social Media habe ich so die ersten Male, dass andere YouTuber oder Coaches sagen, hey, hört mal das von Coach Cecil an, ist voll gut. So, stellt euch mal vor, es gibt einen Fakt und du redest 15 Jahre über eine Sache, die einfach so ist. Und weil alle das anders lernen, so wie ich auch früher, nimmt es keiner auf. Das heißt, mein Ziel ist jetzt nochmal über diese Kaloriengeschichte zu reden und das nochmal so aufzuklären, ey, dass, Halleluja, bitte, irgendwann andere Coaches da draußen genau das Gleiche sagen, was einfach Fakt ist. Und ich werde das heute nochmal so gliedern, dass keiner kann auch nur bei einem Punkt sagen, nee, ist aber nicht so. Geht gar nicht. Es geht gar nicht. Und deswegen, wenn ihr andere Empfehlungen seht, dann verlinkt ihr bitte dieses Video. Also nehmt dieses Video und stellt das dann bei den anderen in die Kommentare und sagt, Moment mal, so ist es. Nicht so, wie du es sagst, so ist es. Damit wir mal langsam vorankommen. Es kann doch nicht sein, dass wir immer kränker werden, immer dicker und alles schlechter wird und wir es nicht realisieren, die Fakten nicht realisieren. Also, warum mache ich das? Ein YouTuber hat ja neulich mal, schon ein bisschen länger her, so gesagt, also wenn du, sorry, ich muss lachen. Wenn du minus 500 Kalorien nimmst, dann ist es ja praktisch egal, ob du es durch Low Carb machst oder durch High Carb, weil am Ende des Tages, wenn du die Kalorien berechnest, dann kommt ja immer das Gleiche bei raus und dann ist die Fettverbrennung auch gleich. Ist eigentlich scheißegal, was du gegessen hast, es sind ja minus 500 Kalorien. Und das ist so falsch. Und wenn ich dann sehe, dass solche Menschen auch noch Bücher schreiben und die da draußen verteilen, dann ist es so schlimm, weil es so falsch ist, okay? Deswegen, bin ich gegen Kalorienzählen? Bin ich dagegen? Nein, ich bin nicht dagegen. Aber die 10 Punkte, die ich heute hier aufführen werde, werden dir einfach ganz klar vor Augen stellen, dass es nicht um Kalorienzählen geht. Man sollte Kalorien zählen, damit man so eine grobe Übersicht hat, wo der eigene Stoffwechsel zurzeit liegt. Deswegen ist es ein Instrument, was man zurzeit nehmen kann. Aber viel wichtiger sind nicht die Kalorien, sondern viel wichtiger ist das ganze hormonelle System und der Körper, das Objekt Mensch. Weil das Objekt Mensch ist kein Computer. Und wir wissen, und das weiß ich aus meiner Erfahrung im Personal Training, 15 Jahre und Online-Coaching weltweit, Menschen schreiben mich an und sagen, sie essen 800 Kalorien pro Tag und sie nehmen zu. Und ich erkläre gleich, warum. Also, eine Kalorie ist nicht eine Kalorie. Es kommt mir schon doof vor, weil ich immer das Gleiche sage. Aber ich begründe es heute und ich begründe, warum es einen Unterschied macht, ob ich 500 Kalorien im Defizit bin durch Low Carb
oder durch High Carb oder durch Low Fat, es macht alles einen Unterschied. Und das erkläre ich jetzt in 10 Punkten. Punkt Nummer 1, der thermische Effekt. So, wir wissen alle, das kann man nicht bestreiten, dass zum Beispiel Proteine sehr viel mehr Energie brauchen zur Verstoffwechselung. Wenn ich jetzt 100 Gramm Steak habe, sagen wir mal 100 Kalorien oder 110 Kalorien, da braucht der Körper schon 30% der aufgenommenen Kalorien, um das Steak überhaupt auseinanderzuhacken. Das heißt, ich habe netto eigentlich nur 700, 750 Kalorien aufgenommen. Wenn ich jetzt ein Weißbrot esse, dann ist dieser thermische Effekt nur bei 10%. Wenn ich Öl trinke, nur bei 5% ungefähr. Das heißt, der thermische Effekt ist wichtig. Was esse ich? Wie viel Energie brauche ich, um die einzelnen Nahrungsbestandteile auseinanderzuhacken? Alleine deswegen kann man nicht schon sagen, gleiche Kalorien. Ja, weil es ist ein Unterschied, ob du die gleichen Kalorien durch Weißmehlprodukte isst oder nur durch proteinreich. Weil da fallen allein schon 20-25% mehr Kalorien weg. Kann man also nicht vergleichen. Punkt Nummer 2. Ballaststoffe sind zum Beispiel nicht verwertbar. Alles hat Kalorien, auch Holz hat Kalorien. So, du kannst ja nicht sagen, ich esse jetzt 7000 Kalorien durch Sägespäne und werde dann dick. Nein, du wirst nicht dick, weil es nicht verwertbar ist. Okay, du kannst es nicht aufnehmen, du kannst es nicht in körpereigenes Fettgewebe umpolen. Es hat aber einen kalorischen Wert. Und das ist der Punkt, auch Gras hat einen kalorischen Wert, aber Gras ist doppelwandig und ist von uns als Mensch nicht aufzubrechen. So, eine Kuh kann das. Die fermentiert Sachen. Das ist ein Wiederkäuer. Ganz andere Situation. Ein Gorilla zum Beispiel kann aus Ballaststoffen Fette herstellen, also in Fette umwandeln. Das kann der Mensch nicht. Das heißt, es kommt doch darauf an, wie können wir das überhaupt verwerten? Also wenn ich jetzt 2000 Kalorien nur durch Ballaststoffe aufnehme, dann ist das ein Unterschied, als wenn ich 2000 Kalorien durch Snickers aufnehme. Da gibt es auch nichts zu diskutieren. Das ist Fakt. Okay, Punkt Nummer 3, Insulin. Und die Leute, die sich überhaupt nicht auskennen mit dem Körper und gar nichts, die werden jetzt sagen, Moment mal, Sissi, das ist aber eine Krankheit und das kannst du überhaupt nicht auf den gesunden Mensch übertragen. Das geht nämlich gar nicht, das ist nämlich eine Krankheit. Okay, pass auf. Typ 1 Diabetes Kinder. Die schütten kein Insulin mehr aus und du brauchst Insulin, um die Nahrungsbestandteile überhaupt aufnehmen zu können, überhaupt in die Zelle zu kriegen. Insulin wirkt als Schlüssel und schließt die Zelle auf und es wird alles praktisch so in den Zellen verteilt. So, Typ 1 Kinder, das weiß jeder Endokrinologe. Typ 1 Kinder futtern ohne Ende 4, 5, 6000 Kalorien pro Tag als Kind, weil sie unendlich Hunger haben, haben auch unendlich Durst und müssen die ganze Zeit pinkeln und die ganze Zeit durstig und nehmen aber extrem ab und zwar schnell. Dann ist es meistens so, dass die Eltern realisieren, oh, ey, warum hat das Kind so Hunger und warum hat sie jetzt 5 Kilo abgenommen in einer Woche? Jetzt müssen wir mal zum Arzt. Und dann stellen die, okay, Typ 1 Diabetes kann kein Insulin. Das heißt, dieses Hormon Insulin, daran siehst du schon, dass es nicht auf die Kalorien ankommt. Dass, wenn das Hormon fehlt, dann nimmst du ab, dann geht alles durch. So, es wird ja nicht alles gleich gespeichert. Es geht durch in die Schüssel. Und jetzt heißt es, ja, Cecil, aber das ist ja eine Krankheit. Ja, es gibt ja verschiedene Abstufungen. Also sagen wir, du frisst zu viel Zucker. Deine Zelle, und das habe ich alles schon biochemisch in dem anderen Video, Süßigkeiten sind gefährlicher als Alkohol, da habe ich alles genau erklärt. Du frisst zu viel Zucker und irgendwann geht deine Zelle zu. Du wirst insulinresistent und dann schüttet die Bauchspeicheldrüse immer mehr Insulin aus. Und umso mehr Insulin du ausschüttest, umso mehr wird gespeichert. Das heißt, du speicherst alles und dann denkt der Körper, ja Moment mal, ich habe ja gar nicht mehr so viel zur Verfügung und ich habe praktisch einen Energiemangel, obwohl ich ohne Ende futter. Also, weil ich es einfach wegspeichere. Was denkst du denn zum Beispiel, sagen wir mal Diabetiker, die haben einen Blutzucker von 200? Und dann spritzen sie Insulin und dann geht der Blutzucker runter auf 100. Ja, was denkt man denn, wo das jetzt ist? Also wieso ist der Blutzucker runtergegangen? Ja, weil es durch Insulin in die Zelle geschossen wird. So, und dann denkt der Körper wieder, okay, ist ja jetzt gar nichts mehr da. Das heißt, du hast immer weniger Energie über die Zeit und du schüttest immer mehr Insulin aus. Und das ist schlecht, weil Insulin ist das eines der anabolsten
Hormone überhaupt. Also baut auch Muskeln auf, aber baut halt Fett ohne Ende auf. Und das sind Abstufungen. Umso mehr du ausschüttest, umso mehr speicherst du. Deswegen sind Typ-2-Diabetiker zu über 80-90% übergewichtig. So, mehr. Es hat nichts mit der Krankheit zu tun. Es kommt darauf an, wie viel. Oder bei Morbus Cushing zum Beispiel, die Kinder oder auch die Erwachsenen, die Morbus Cushing haben, die schütten zu viel Cortisol aus. Die essen nicht mehr Kalorien, aber die nehmen zu ohne Ende. Okay? Und es geht nicht um, jetzt habe ich die Krankheit und jetzt schütte ich zu viel aus. Wenn ich den ganzen Tag gestresst bin, schütte ich den ganzen Tag Cortisol aus. Den ganzen Tag über. Mehr als Leute, die mega entspannt sind. So, es ist mehr. So, man kann doch nicht dieses Schwarz-Weiß denken, nein, das ist eine Krankheit. Nein, das ist egal. Wenn ich doppelt so viel Cortisol ausschütte, wie jetzt zum Beispiel jemand, der mega entspannt ist, dann ist es schlecht, weil es macht was mit meinem Belohnungssystem im Hypothalamus. Und dann hast du mehr Bock auf Zucker, auf Kalorien, auf Essen. Und dadurch, dass du jetzt, wenn du zum Beispiel über die Jahre viel Zucker gegessen hast und du deine Insulinresistenz schon erreicht hast, dann geht es auch einher mit einer Leptinresistenz. Man kann nämlich auch eine Leptinresistenz erreichen durch schlechte Nahrung. Und Leptin wird aus dem Fettgewebe hier oben hingefahren und dann heißt es hier oben, hey Cecil, hast genug gegessen, alles cool, du verhungerst nicht, kannst deinen Stoffwechsel am Gang halten, alles cool. Aber wenn ich eine Leptinresistenz habe, dann checkt dein Gehirn gar nicht mehr, dass du überhaupt noch Fettgewebe hast. Und wenn dein Gehirn denkt, du hast kein Fettgewebe mehr, was wird dein Gehirn machen? Ja genau, es wird den Stoffwechsel runterfahren, Parasympathikus läuft dann und du bist den ganzen Tag über müde und hängst nur in der Ecke. Das wird dein Gehirn machen. Das heißt, es hat natürlich was damit zu tun, was du isst. So, das Dümmste, was ein Mensch überhaupt sagen kann, ist, minus 500 Kalorien ist egal, wodurch, das ist egal für die Fettverbrennung, das ist egal. Nein, es ist nicht egal. Weil alles das, was ich hier erzähle und noch weiter erzählen werde, hat was damit zu tun, was du isst. Deswegen ist das so doof. Und es gibt noch andere Hormone, Wachstumshormon zum Beispiel. Wir wissen, Insulin ist der Gegenspieler vom Wachstumshormon. Wenn du Kohlenhydrate futterst, Insulin ausschüttest, dann geht dein Wachstumshormonspiegel gleich runter. Wofür sind die ganzen Sachen da, wie Wachstumshormon? Testosteron kannst du auch beeinflussen durch deine Nahrung. Isst du viel Eier zum Beispiel mit Cholesterin drin? Isst du Nahrungsmittel, die viel Zink haben? Das sind alles Beeinflussungen auf deinen Testosteronspiegel. Und deinen Wachstumshormonspiegel, drückst du den ganzen Tag runter mit zu viel Insulin? So ist er dann nur nachts aktiv. Das sind Sachen, die fördern die Fettverbrennung. Du hast schon mal den Unterschied gesehen zwischen jemand, der Anabolika nimmt, der isst eine Pizza und kann trotzdem richtig lean werden. Okay? Das sind Unterschiede und das beeinflusse ich alles durch die Nahrung. Die Hormone sind so wichtig und werden beeinflusst durch die Nahrung. Punkt Nummer 4. Mineralstoffe, Vitamine. Mach dein minus 500 Kalorien Scheiß, aber achte auf nichts anderes, dann vielleicht hast du nicht genug Jod, wie 90% unserer Bevölkerung. Wenn du nicht genug Jod in Verbindung mit Selen hast, dann hast du wie 10% von uns eine Schilddrüsenunterfunktion oder Hashimoto. 10% von uns haben eine Schilddrüsenunterfunktion. Und das kommt, wenn du die Mineralstoffe und Vitamine nicht aufnimmst. Also hat es einen Einfluss, was ich esse, auf deine Organe. Und deine Organe und Hormone haben wieder Einfluss auf dein Gewicht. So, also Punkt Nummer 5, sage ich auch immer wieder. Es kommt drauf an, ja, ist egal, High Carb, Low Carb, diese ist alles egal, Hauptsache minus 500 Kalorien. Nochmal zurück zum Fisch oder Fleisch. Sagen wir mal, 100 Gramm Steak haben 110 Kalorien. Vorhin den thermischen Effekt abgerechnet, habe ich ja gesagt, vielleicht netto 70 Kalorien. Ist ein Kilo Fleisch am Tag, hast du 700 Kalorien. Was hat 100 Gramm Müsli? 450 Kalorien. 450 Kalorien in 100 Gramm Müsli. Ich könnte also entweder 180 Gramm Müsli essen oder ein Kilo Fleisch am Tag. Zusätzlich, wenn ich Müsli esse, schütte ich Insulin aus, dann habe ich diese ganzen Geschichten, die ich vorhin schon angesprochen habe, und ich habe natürlich schneller wieder Hunger, weil Insulin hoch, Insulin runter, Heißhungerattacke. Ein Kilo Fleisch im Magen, ganzen Tag satt.
Wenn du ein Kilo Fleisch über den Tag verteilt isst, hat dein Körper die ganze Zeit zu tun, du wirst wahrscheinlich den ganzen Tag übersatt sein. Esse ich 150, 170 Gramm Müsli, habe ich, also erstmal werde ich nicht satt von 150 Gramm und zweitens habe ich mindestens, spätestens eine Stunde später wieder mega Hunger. Also ey, wir müssen doch auch beachten, was die Nahrungsmittel ausmachen. Punkt Nummer 6, der Bombenkalorimeter, mit dem das früher gemessen wurde, dieser Quatsch, der ist schon falsch. Weil es macht einen Unterschied, weil alleine schon die Fettsäuren haben nicht alle gleich viel Kalorien. Also es ist heutzutage nachgewiesen, dass der Bombenkalorimeter an sich falsch ist. Also nicht nur, dass es sowieso Quatsch ist im Körper, aber an sich ist der schon falsch, weil die Fettsäuren zum Beispiel haben unterschiedliche Kalorien. Aber die wurden alle mit einer Kalorienzahl über einen Kamm geschert. Aber es ist ein Unterschied in der Verbrennung im Bombenkalorimeter, obwohl wir keine Maschine sind, ob man einfach gesättigte oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren hat. Die haben unterschiedliche Kalorienwerte. Also nicht mal die Messung ist richtig. Dann Punkt Nummer 7, Darmbakterien. Es ist so wichtig. Hast du einen Candida albicans in dir, der dich sofort Zucker fressen lässt ohne Ende? Wie sind deine Darmbakterien? Wie verwertest du Essen? Bist du ein guter Verwerter? Nimmst du aus 1000 Kalorien, die ankommen, 800 Kalorien raus oder nur 200? Das passiert alles in deinem Darm. Meinst du, es ist ein Unterschied, ob du, sagen wir mal, du nimmst 5000 Kalorien pro Tag auf? Und sagen wir mal, du nimmst 5000 Kalorien geteilt in 10 Mahlzeiten auf oder du fastest 24 Stunden und isst nur an einer Mahlzeit einmal innerhalb von 10 Minuten 4000 Kalorien. Meinst du, das macht einen Unterschied? Natürlich macht das einen Unterschied. Es macht auch einen Unterschied, ob ich Vitamin C 10-mal am Tag kleine Dosen nehme oder einmal am Tag 3 Gramm. Ja, weil der Körper kann nicht so viel Vitamin C in einer Zeiteinheit aufnehmen. Aber wenn du es stückelst über den Tag verteilt, dann bekommst du mehr. Das ist doch so logisch. Deswegen alleine schon kann man nicht dieses mit minus 500 Kalorien essen. Es ist einfach vorne und hinten so doof. Nimm mal 7000 Kalorien nur durch Olivenöl auf. Mach das mal bitte. Trink mal 2 Wochen lang jeden Tag 7000 Kalorien nur durch Olivenöl. Dann müsstest du ja zunehmen, weil 7000 Kalorien sind ja 7000 Kalorien. So, du wirst aber wahrscheinlich Durchfall bekommen und du wirst mega abnehmen in den 2 Wochen. Und dann, danach, nimm mal nur Gebäckstücke, so schön viel Kohlenhydrate, Weißmehl und Fette zusammen. Nimm mal nur aus Gebäckstücken 7000 Kalorien pro Tag auf, auch über 2 Wochen. Mach das mal. Und sag mir danach nochmal, eine Kalorie ist eine Kalorie. Das ist eine Maßeinheit. Eine Kalorie ist eine Kalorie, weil 1 Liter Cola ist auch 1 Liter Cola. Oh. Ja, aber nicht im Körper. Punkt Nummer 8. Süßstoffe. Wir wissen, in der Mast werden Süßstoffe eingesetzt. Warum? Damit du schneller wieder Hunger bekommst und damit deine Darmbakterien die Nahrung besser verwertet. Und das sind nicht Sachen so wie, ey, 500.000 mehr, aber nein, es müssen nur kleine Verschiebungen sein. Wenn du zum Beispiel, sagen wir, du nimmst 1000 Kalorien auf und normalerweise nimmst du davon 800 Kalorien auf, also verwertest du davon 800 Kalorien und durch Süßstoff verwertest du auf einmal 850 Kalorien. Das ist in einem Tag, in 2, in 5 Tagen vielleicht nicht relevant. Aber überleg mal, was macht das die nächsten 5 Jahre aus? Oder 10 Jahre, das ist entscheidend. Das heißt, gerade so Unterschiede mit den Darmbakterien ist mega wichtig. Punkt Nummer 9 ist die Thermogenese. So, und die Thermogenese, wie viel verbrennst du durch Wärme? Es gibt diese Menschen, die sind ganz dünn, die sind die ganze Zeit am Frieren praktisch, die sind auch im Büro, die machen immer das Fenster auf, alle sind schon mega am Frieren, aber denen ist immer warm. So, die geben halt sehr viel Energie durch Wärme einfach ab. Da läuft die Thermogenese richtig gut. Und was hat zum Beispiel einen Einfluss auf die Thermogenese? Das Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis. Ist bei Entzündungen sehr wichtig, aber es regt auch die Thermogenese an. Das heißt, es ist entscheidend, ob du nur Omega-6 aufnimmst, den ganzen Tag über,
oder ob dein Verhältnis Omega-3 zu Omega-6 richtig gut ist. Weil in Deutschland haben wir ein Verhältnis von 20 zu 1, 15 zu 1, 20 zu 1. Das ist richtig schlecht für Entzündungen. Entzündungen sind auf Zellebene mega relevant für eure Gesundheit. Das ist beeinflusst durch die Ernährung. Deswegen kann man nicht sagen minus 500 Kalorien. Weil wenn du dich so ernährst, dass du richtig viel Omega-3-Fettsäuren aufnimmst, ungefähr genauso viel wie Omega-6, dann hast du eine richtig angeregte Thermogenese und gibst alleine schon pro Tag 50 Kalorien oder so mehr ab an Wärme. Das macht vielleicht in einer Woche nicht so viel aus, aber in einem Jahr macht das einen krassen Unterschied. Punkt Nummer 10. Punkt Nummer 10 ist, der Mensch, der Körper ist ein Regulativ. Nur dieser Punkt 10 alleine schon beweist, dass diese Theorie damals, die, es ist ja alles gekauft, ihr wisst das doch, oder? Ich meine, wisst ihr das, dass zum Beispiel Coca-Cola an die Unis geht, mit den Professoren da Studien erstellt und die alle schmiert? Wisst ihr das? Es ist offiziell nicht verboten, dass zum Beispiel Coca-Cola oder irgendeine große Firma an die Uni geht und Professoren 500.000 Euro in die Hand gibt. Und dass sie dann das weitertragen, was da gerade... Es ist nicht verboten, okay? Wenn ich jetzt als Coca-Cola sage, hey, jede Kalorien zählt, egal ob die Kalorien durch die Coca-Cola kommt oder durch was anderes kommt, es ist egal, die Kalorien zählen. So, wenn ich diese Aussage habe, dann denken die Leute, ja stimmt, Kalorie ist Kalorie. Nein, Kalorie ist nicht Kalorie. Okay, Kalorie ist nicht Kalorie. Und Punkt Nummer 10 ist ein ganz logisches Beispiel dafür. Also der Punkt der Anpassung ist ja folgendermaßen. Wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir, du startest eine Diät mit deiner Freundin und ihr wiegt beide 100 Kilo, so, und Ziel von euch beiden sind 60 Kilo zu erreichen und ihr macht exakt den gleichen Ernährungsplan. Exakt. Und dann würde ja nach dieser Theorie, eine Kalorie ist eine Kalorie, würdet ihr genau gleich viel abnehmen, wenn ihr alles genau gleich macht. Genau die gleiche Bewegung, genau gleich viel essen, genau den Ernährungsplan gleich, genau gleich viel Kalorien, dann würdet ihr gleich viel abnehmen. Punkt. Aber es ist nicht so. Ihr werdet komplett unterschiedlich abnehmen. Ihr werdet komplett unterschiedliche Phasen haben. Und selbst wenn ihr zum Beispiel einen Kalorienrechner aus dem Internet nehmt und ihr passt immer an, so die Kalorien genau an dem Kilo, an der Kilozahl, wo ihr gerade seid, und ihr passt es genau an, ihr werdet merken, irgendwann wird es nicht mehr weitergehen. Obwohl ihr die Kalorien immer weiter runterschraubt. Ihr werdet immer weiter runterschrauben und trotzdem wird es nicht mehr weitergehen. So, und das sind genau die Nachrichten, die ich bekomme, wo es heißt, Cecil, ich nehme weniger Kalorien auf, als mein Grundumsatz ist. Und dann gucke ich, ja, was machst du denn? Ja, dann weiß ich sofort, was da falsch läuft. Sofort. Weil es kommt auf die Hormone an, es kommt auf die Frequenz an, wie oft man isst, es kommt darauf an, was man isst, es kommt auf die Sachen an, die dich wirklich voranbringen. Und du wirst so nicht weiter Erfolg haben. Punkt. Und dann, wenn ich umstelle, und das ist wichtiger, die Nahrungsbestandteile richtig umzustimmen und den Stoffwechsel anzuregen, als die Kalorienzahl, ist wichtiger. Das heißt, wie oft habe ich das in 3 Jahren weltweites Online-Coaching schon gehabt, dass ich sage, hey, du nimmst jetzt anstatt die 800 Kalorien 1300, 1400 auf und planst das Essen anders, so. Und dann nehmen die ab. Und dann sagen die, ja, aber wie kann ich, wenn ich 500 Kalorien mehr esse, abnehmen? Ja, weil es nicht auf die Kalorien ankommt. Kalorien am Anfang als Ding zu zählen, ist erstmal okay, aber wichtiger ist, dass man weiß, wie man die Kalorien aufnimmt. Das ist viel wichtiger, weil das euer Hormonsystem beeinflusst. Es ist so wichtig und es wird da draußen immer noch so falsch gesagt. Und deswegen ist es eure Aufgabe, ihr müsst das teilen. Weil es wird da draußen keinen einzigen Mensch geben, der gegen die 10 Punkte irgendwas sagen kann und die Leute werden trotzdem den gleichen Scheiß weiterreden. Könnt ihr euch das vorstellen? Die werden trotzdem das weiterreden, was sie reden, obwohl sie kein einziges Argument gegen die 10 Punkte hier haben. Und damit befasse ich mich seit 15 Jahren. Ich sage seit 15 Jahren diese Sachen. Und trotzdem, wenn ich bei YouTube gucke, alle reden noch den gleichen Scheiß. Weil die sich anscheinend nicht weiterbilden wollen oder ich weiß es nicht. Okay? Aber teilt dieses Video. Denn an alle Ernährungswissenschaftler, Ernährungsberater, Personal Trainer, YouTuber, wir wurden verarscht. What? Okay? Wir müssen es nur realisieren, dass wir was Falsches gelernt haben. DGE sei Dank, okay?
Wir müssen es realisieren, damit wir den Menschen helfen. Deswegen mein Fazit, minus 500 Kalorien, was ist wichtiger, Low Carb oder minus 500 Kalorien? Kalorien, das ist sekundär. Wenn ich jetzt natürlich mit wenig Kalorien, ich nehme alle Nahrungsmittel auf, dass das hormonell hier in meine Richtung spielt, aber ich esse 10.000 Kalorien pro Tag, dann ist natürlich trotzdem scheiße. Okay? Also Kalorien, der kalorische Wert hat schon irgendeine Relevanz auch, natürlich. Aber es ist nicht das primär Wichtigste. Wichtiger ist das Hormonsystem. Wichtiger ist meine Nahrung. Wie beeinflusse ich das Hormonsystem durch meine Nahrung? Was macht mein Körper zum Beispiel mit Zucker? Wenn ich Zucker esse, ist die Hälfte Fruchtzucker. Darüber habe ich mein Video gemacht, über die Biochemie. So, das kommt in die Leber. Ich kann Gicht bekommen, Bluthochdruck. Es entstehen Triglyceride. Ich werde einfach höchstwahrscheinlich krank werden. So Diabetes, diese ganzen Sachen. Das ist viel wichtiger als eine Kalorienzahl. Und deswegen komme ich immer wieder auf die Themen und auf die Nahrungsbestandteile zurück, die euch helfen, dass ihr wirklich langfristig gesund bleibt. Und da kommt es halt nicht nur auf die Kalorien an. Punkt. So. Okay, meine Freunde, das war's für heute. Wenn du wissen willst, wie du deinen Traumkörper bekommst und ein Leben lang hältst, ohne jemals auf irgendwas zu verzichten, dann musst du unbedingt die 5 kostenlosen Videos in der Free-Tour im Maximum-Prinzip bekommen. Es gibt keinen Weg, keine Möglichkeit, dass du nach den 5 Videos sagst, also wie die tausenden Kunden von Cecil das geschafft haben, nie wieder auf was zu verzichten, das habe ich jetzt trotzdem noch nicht verstanden. Das wirst du definitiv nicht sagen, okay? Du wirst es zu 100% verstehen, zu 100%. Ob du es jetzt dann sofort ab dem Tag umsetzen kannst, ist eine andere Sache, aber du wirst es verstanden haben, sicher, okay? Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Rasiert natürlich den Like-Button, teilt das Video natürlich überall in eurer WhatsApp-Gruppe und unter anderen Videos und bis dann, euer Coach Cecil. Are you listening? Damn.